Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge War Thunder. Wir haben ein Replay vom Julian, der ist auch mal wieder da, am Start. Lange ist's her, wenn nicht, würde ich sagen sogar, ja, ein gutes Dreivierteljahr, oder nicht? Ja, doch, müsste hinkommen. Ja, der Julian ist mit den Briten, wie man ihn kennt, unterwegs, ne? Seine Lieblingsnation. Und ja, logischerweise auch die langsamsten. So, also so unter den Panzern meistens eher langsam unterwegs. Was aber auch nicht unbedingt verkehrt ist. Ja. Gute Durchschlagskraft. Sein Teammate will den Kill logischerweise haben und deswegen fährt er dem Julian immer vor die Flinte. Aber ich glaube, der Julian kriegt den ersten Kill. In dem Fall ja ein Tiger. Dem ist auch so. Besatzung ausgeschaltet. Ja. Man kennt es. Ne? Ach ja. Leider habe ich diese großen Panzer noch nicht hier. Centurion Mark 10 und sowas. Ne? Ist doch der Mark 10, ne? Ne, Mark 1. Oh. Huch. Wie komme ich denn auf Mark 10? Ja, hätte ich mir doch eigentlich denken können bei dem Geschütz, wenn ich das jetzt so sehe. Egal. Er hat noch einen Kill gemacht, nämlich einen Jumbo. The artillery is ready. Ja, die Artillerie ist ready. Und ich gebe euch jetzt erstmal die Daten durch. Der Julian, der landet auf dem ersten Platz. Was jetzt, ja, denke ich mal, selbstverständlich ist für Replays, ne? Also meistens ja eher höher. Und der Panther, der ist auch gerade ein bisschen, ja, der hat es jetzt auch ordentlich kassiert. Nee, aber hier, ich fange erstmal so an. Der Julian macht 9 Kills. Davon sind 3 Flugzeuge und 6 Panzer. Dann schafft er noch eine Abschusshilfe. 2 Gebiete nimmt er auch noch ein. Er stirbt auch einmal, leider. Ja, passiert ja auch mal. So, da haben wir schon den nächsten Kill. Eine Su 100 oder 85? Ich glaube eher die 100er. Die wird auf 7-0 sein. Ne, 85. Oh. Ach ja, oh, ich bin jetzt total auf 7-0. Da wäre eine Su 100 nämlich eher möglich. Naja, ist ja auch egal. So, Panzer 4 Ausführung F2. Ich denke, das wird jetzt der nächste Kill. Ja, ein bisschen splittern, so dass der Richtschütze und vielleicht auch der Fahrer getroffen wird. Ja, das wird nichts. Dafür splittern die Granaten nicht so gut. Ja. So, der Julian kriegt 3272 Punkte hin, also ist schon ordentlich was, ne? Muss man sagen. So. Und den Panther, den. Ach, Panther. Wie komme ich jetzt auf Panther? Ich wollte sagen Panzer 4. Den wird er doch noch killen. Oder? Nee. Aber er hat eine Abschusshilfe dafür bekommen. Seit wann steht das da drin? Das hat einen Artillerieschlag angefordert. Ist auch neu, oder? Zumindest glaube ich, dass es neu ist. Sicher bin ich mir jetzt aber nicht. Ja. Ah, immerhin, also der Centurion hat ja sowieso schon einen lauteren Motor, aber der Mark 1er Motor ist immerhin nochmal eine Ecke leiser als der Mark 3 Motor. So. Ein wunderschöner Schuss, genau in die Mitte zwischen den beiden Besatzungsmitgliedern in der Wanne, im Fahrerbereich und ja, dann bei den Leuten im Turm gesplittert.
So wie es sich gehört, alle rausgebummt, gebumst, gebombt, was auch immer. Ja, und der Julian hat auch schon zwei Gebiete eingenommen. Und so wie ich das sehe, sind die hier richtig hart am Spawn campen. Junge, Junge, da ist aber ordentlich was los. Sollte im eigentlichen Fall ja auch nicht sein. So, der Julian ist jetzt im Flieger. Was man ja auch kennt, sollte man ja auch mal machen. Halt ein bisschen Luftunterstützung geben. Denn wenn jetzt eine L10 ihr Ziel erreicht und dann Bomben wirft oder Raketen schießt, geht das immer ganz schnell in die Hose. Hat jetzt sogar ein super Flugzeug dafür bekommen. Dient wunderbar als Abfangjäger mit so viel Bewaffnung. Ja. Jetzt wäre es noch super, hätte der Julian Raketen unterm Flügel. Denn die hat das Ding standardmäßig eigentlich. Ja. Das war der zweite Kill. Also Fliegerkill in dem Fall. Und einen Fliegerkill werden wir logischerweise noch sehen. Ich befürchte jetzt einfach mal, das wird der Julian mit seinem... Nee, könnte sein, dass er mit dem Flak dann gleich kommt, wenn er stirbt. Kann ja auch passieren. Aber genau weiß ich es nicht. Vielleicht geht er auch nochmal ins Flugzeug. Lassen wir uns überraschen. Ja? So. Ja, da war schon mal der Kill. Also, die 6 Kills sind voll. Wunderbärchen. Okay, aber diese Map, die hatte ich auch schon lang nicht mehr. Vietnam. Roger that. Fire. Ja, dann Feuer mal. So, B-25J. Ja, also er geht nochmal ins Flugzeug und wird dann den Flieger wahrscheinlich runterholen. Mit einer Typhoon. Die späte Version, die schnell mit verklemmenden Maschinenkanonen bekannt ist. Was bei Julian jetzt gerade, glaube ich, auch der Fall ist, sonst würde er ja weiterschießen. Ich glaube gerade, das war eher ein Versuch, den Feind zu rammen. Ein bisschen nachladen muss er noch. Und der Feind stürzt jetzt ab. Lol, den hat er nicht getroffen. Sonst hätte er ja jetzt den Kill bekommen. Ärgerlich. Sehr ärgerlich. Oder auch nicht. Ich dachte jetzt tatsächlich... Ah, ist das ein ekliges Geräusch gewesen. Oh mein Gott. Ja, bin ich mal gespannt, wie jetzt noch der letzte Fliegerkill kommt. Sollte jetzt nicht eigentlich, Ich weiß jetzt nicht, was los ist. Normalerweise müsste der... Jetzt verstehe ich die Welt nicht mehr. Warum hat er das jetzt gemacht? Verstehe ich nicht. Egal. Der Julian ist nochmal mit dem Challenger gekommen. Keine Ahnung, warum mich der, jetzt einfach zu einem anderen Spieler rüber geschleudert hat. Naja. Muss man, glaube ich, nicht verstehen. Na, jetzt kommt er nochmal mit dem Flieger. Okay, mit einer P-51. Ja, nicht verkehrt. Gegen eine P-8. Ja, das er brennt. Wunderschön. Das Ding ist durch, der ist gekillt. Finde ich gut, dass der Motor defekt ist.
Ja. Und das war dann auch der Tod. Und die Sache ist jetzt eigentlich so gut wie durch. Ne? Ja. Perfekt. Wunderbärchen. Ja, das wäre es schon. Hier sieht man nochmal die Auswertung. Ne? Die 9 Kills. Eine Abschusshilfe. Eigentlich müsste ich ja sagen, es wären 10 Kills gewesen. Dass er den eigentlich getroffen hat, war ein bisschen ärgerlich. Ne? Aber im Großen und Ganzen nicht schlecht. Ne? Erster Platz. Und das mit Briten. Ja, nicht verkehrt. Ja, hier, der hat 10 Kills geschafft. Und ja, der hat 4 Kills noch geschafft. Ist auch noch in Ordnung. Ja, aber wir haben 2 mit 6. Und das war ein verdienter Sieg. Ja, ja, das wäre es auch schon. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben. Da würde mich sehr freuen. Schreibt mir einen Kommentar, wie ihr das die Runde jetzt fandet. Ich fand sie jetzt nicht verkehrt, muss ich sagen. Ne? Großbritannien geht immer. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.